Fächer. Wie viel passen denn in den Köcher rein? 20. Okay, dann kaufe ich 2 Pfeile. Also, erstmal für die Pfeile für den netten Elfenbogenschützen. Hier wären es 2 Silbertaler, die ich von euch bekommen würde. Mach mal. Auf jeden Fall. Ja, machen wir erstmal das und danach können wir immer noch weiterreden, was wir sonst noch brauchen. Ja, gerne so. Also er gibt ja halt jetzt die 5 Pfeile. Ja, die muss ich halt in der Hand behalten. Genau, jemand steckt sich die 2 Silbertaler ein. Ja, ich nehme auch 2 Pfeile. Ja, dann wären das bitte 8 Heller. Können wir machen. Gebe ich ihm halt. Oder ich gebe ihm gleich 1 Silbertaler, weil es gut. Oh, vielen Dank für das Trinkgeld. Vielen Dank. Oder wollt ihr Rückgeld haben? Nein. Na, dann. So, und jetzt schaut er zur Tür und ihr wollt einen Köcher und 20 Pfeile haben, oder wie darf ich das verstehen? Ich zeige ihm meinen halbleeren Köcher, einen Pfeil und noch einen ganzen vollen Köcher. Oh, okay, da muss ich jetzt kurz ins Lager gehen, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich noch so Pfeile darf oder überhaupt Köcher. Der Stab, wenn sie keinen Köcher haben, dann nur den einen Pfeil. Wieso nur einen Pfeil? Mach halt wenigstens deinen Köcher jetzt voll. Ja, da fehlt ja nur einer. Achso, weil ich da fehlen 2. Ich dachte gerade, Victoria hat gesagt, der halb leer, deshalb hat's mich jetzt verwundert. Nee. Warte, Victoria, du hast nicht 2 Pfeile verschossen? Nein. Oder hast du den einen wieder aus dem Baum geholt? Ich hab einen wieder rausgezogen gehabt. Ah, stimmt. Bevor ich hier hintergerannt bin, habe ich mir einen Pfeil rausgezogen gehabt. Ja, also, er kommt jetzt wieder vor. Also, es tut mir leid, ich habe keinen Köcher, ich war auch nicht vorbereitet. Beim nächsten Mal kann ich gerne einen für sie ordern, aber. Nee, leider kann ich jetzt nur Pfeile anbieten. Dem passt es schon, dann nehme ich einen Pfeil. Ja, dann würde ich bitte 4 Heller bekommen. Dann drücke ich Ihnen einen Silberling in die Hand einfach. Ja, danke, wollt ihr noch Rückgeld haben? Nein, passt schon. Ah, oh, danke, ihr seid aber großzügig. Was kann ich euch noch anbieten? Mach mal. Nee. Na gut. Alter vor Schönheit, also Elanor. Alter! Alter vor Schönheit, was ist denn das hier? Werte Herr, ich bräuchte noch etwas Holz zum Schnitzen einer Pfeife. Falls Sie da etwas Geschicktes da hätten. Naja, ich hab hier noch ein bisschen Holz, also kommen Sie mal kurz mit. Und er geht halt wieder nach vorne zum Haupteingang der Schmiede. Folgt ihr ihm oder wollt ihr ja, hinfahren? Ich folge ihm. Ich folge auch. Schließe mich an. Gut. Also er geht dann kurz rein und sagt, ja, hier, und holt jetzt so ein Stück Feuerholz raus. Das wäre das Einzige, was ich jetzt aktuell da habe. Ist schon okay, das nehme ich. Ja, was kriegen Sie dafür? Ach, ihr wart so großzügig, das passt schon. Feuerholz ist nicht teuer, ich habe genug. Nehmt das und dann gut ist. Vielen Dank. Das nehme ich in meine andere Hand. Das recht merkwürdig aussehen. Ich frage ihn, hätten sie für mich auch so eine Art Holz? Ja, also der Scheit, also ich weiß nicht, was ihr draus schnitzen wollt, der ist jetzt recht groß, also was wollt ihr denn draus schnitzen, was braucht ihr denn? Eine neue Pfeife. Und hier, ja. Und zeige meine zerbrochene Pfeife ihn. Die hast du nicht aufgehoben, die liegt immer noch auf dem Markt. Was, liegt auf dem Boden? Ah! Ah! Wenn du das Zeug liegen lässt, du kannst ja dann später nochmal zurückgehen, vielleicht liegt sie ja noch da. Mal gucken. Herr Schmied, ich wollte dir noch was fragen, wegen einer Pfanne oder einen Topf oder irgendwas zum Essen zubereiten. Achso, ja, natürlich, das habe ich ja schon wieder fast vergessen. Moment. Und er schafft halt gerade wieder in die Schmiede rein, ihr hört's poltern und poltern. Ab und an hört ihr ein paar zwergische Flüche. Ich mag den Schmied. Oh ja, der versteht sein Handwerk. Und also er sucht und sucht und sucht. Bei Ingemund verflucht, dieser dämliche Lehrling, und kommt gleich wieder vor. Ah, mein Gott, einmal mit Fachpersonal arbeiten. Ja, also ich hatte hier so einen Kupferkessel, hätte ich noch da. Ist recht schwer, aber erfüllt halt den Zweck. Wie groß ist der ungefähr? Also ein Kessel. Ja, also doch schon. Also er ist recht schwer, hat bestimmt so um die 5-6 Kilo. Okay. Puh, ich glaube nicht, dass es als leichtes Reisegepäck gilt. Ich hätte eher so an so eine Gusseisenpfanne gedacht. Die man halt mal sich irgendwie umhängen kann. Ich weiß nicht, Alter, ist das was für uns? Können wir die gebrauchen? Da wo wir hingehen, kann es gut sein, dass wir uns auch mal flüchten müssen.
Dann wäre der Kessel leider nur ein Nachteil. Ja. Eine Pfanne oder ähnliches haben sie nicht? Ja, doch, einer meiner nicht nur Lehrlinge müsste eigentlich so etwas gemacht haben. Ich begebe mich da mal auf die Suche. Moment. Ja, ich frage ihn noch, bevor er reingeht, haben sie irgendwie so Kupfer hier sowas in der Art da? Großes Kupfer? Ja, Kupfer. Schon hier irgendwo, aber. Junge Frau, das gebe ich jetzt nicht einfach so raus. Das ist natürlich. Das wird seinen Preis haben. Ja, über den Preis können wir danach reden wegen der Qualität. Was willst du denn jetzt mit Kupfer? Was willst du mit dem Kupferbarren? Kupfer ist leichter als Eisen. Yes. Also in der Zeit geht der Zwerg erstmal wieder rein. Alrik, du nichts lustiger Lehrling! Und er hört halt irgendwie, hört erst was rappeln, dann leichten Schrei eines Menschen. Dann kommt der Zwerg wieder mit einer Pfanne in der Hand raus. Hat die zufällig eine Beule oder einen Blutfleck? Nein, überhaupt nicht. Halleluja. Dann kommt, ja, ich habe noch eine Pfanne. Sie ist sehr robust und der Lehrling scheint gute Arbeit geleistet zu haben, also. Naja, Schläge hält sie zumindest aus. Ich hoffe, der Lehrling lebt noch, um noch eine zweite herzustellen, weil sie eine braucht. Ach, die nichts wusste, der hat wieder mein ganzes Lager durcheinander gebracht. Das ist. Der hat's verdient. Schau mir halt die Pfanne an jetzt. Also. Ja, klar, es ist Lehrlingsarbeit, aber es ist eine gute, solide Pfanne aus Gusseisen, die man echt so für Reisen dabei haben kann und mit dem man auch was Vernünftiges zu essen machen kann. Ah, die sieht gut aus. Was möchten Sie denn dafür, werter Herr? Na, 12 Silbertaler brauche ich, weil das Eisen war recht teuer und das ist immer noch recht teuer, leider. Ostwind, ich gebe dir 6, ich brauch's ja auch. Ja gut, dann zahlen wir beide 6. Das 12 ist in Ordnung. 12 waren's, gell? 12 Silbertaler. Dann teile ich 4 und ihr 4 und ich 4. Ne? Ach, so können wir es auch. Mir ist es egal. Ja, dann brauche ich keine andere Pfanne, brauche ich kein anderes Gegenstand holen. Ja gut, dann zahlt jeder von uns 4, dann haben wir es auch. Ja, gerne. Und gebt euch halt die Pfanne. Und ja, die 12 Silbertaler packt er sich in die Tasche. Kann ich euch sonst noch irgendwie weiterhelfen? Also ich bin bedient eigentlich soweit. Ich auch. Ich soweit auch. Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag, werte Herr. Ja, die 12 seien mit euch. Vielleicht sehen wir uns ja abends in der Taverne. Ja, das ist durchaus möglich. Kann möglich sein. Möglich. Ich hoffe, dass der Lehrling noch leben wird, bitte. Ach, der lebt doch. Die paar blauen Flecken haben ihm nicht geschadet. Er kriegt das ab und zu sehr. Der Lehrling, der wird es gewöhnt sein, irgendwie mal eine drauf zu bekommen oder irgendwas auf den Kopf, dass ihm irgendwas auf den Kopf fällt. Ich glaube, das passiert in der Branche ziemlich oft. Gott, diese nutzlosen Mittelreicher. Wie soll man in eine ordentliche Zwergenstadt kommen, da wird übrigens das Schmieden richtig gelehrt. Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich würde mich dann noch verbeugen und dann noch gehen. Ich schließe mich in an, Richtung des Hauses von Himmelsflüsterer? Ja, Himmelsflüsterer war das. Himmelsflüsterer. Würde ich mich ganz gerne in die Richtung aufmachen, damit ich meine Pfeile und den Holzscheit, den ich in der Hand habe, loswerb. Ja, ja, ich auch. Ich habe die Pfanne in der Hand. Ich schließe mich an, ich habe doch meinen Rucksack dabei, ihr könnt dann da rein tun. Ach, das ist doch nicht weit. Ja, du könntest halt eher mal, Victoria, zu dem Händler gucken, vielleicht liegt ja deine zerbrochene Pfeife. Ja, das wäre eine Idee. Wir sehen uns später, Victoria. Wir sehen uns später, ja. Achso, wir gehen zurück zum Haus und Victoria kommt gerade auf den Marktplatz an, wieder beim schmierigen Händler. Ich gucke auf den Boden, ob da meine Pfeife liegt. Nee, also du siehst nach Abdrücke, dass da mal eine Pfeife lag. Aber liegen tut sie dann nicht mehr. Na gut, ich möchte jetzt nichts anfechten. Ich gehe gleich zu dem Haus auch hin. So, dem tust du. Das tue ich richtig. Also ihr kommt beim Haus an und seid jetzt alle, also ihr seid zeitgleich da. Victoria hat keinen großen Umweg gemacht, hat nur schnell geschaut, ob die Pfeife da ist. Das war sie halt nicht. Ich schaue mal in den Himmel und gucke, wie spät es ungefähr jetzt ist. Dann darfst du auch dreimal würfeln. Oh. Ja, gut, ich hasse dich, Max. Ja, also du merkst, es wird langsam abend. Also es fängt schon leicht an zu dämmern. Ja gut, was haltet ihr davon, wenn wir unser Zeug reinbringen? Und vielleicht dann in ein Gasthaus setzen, noch irgendwas gemütlich essen, auch ein gemütliches Bier.
oder ein gemütliches Ale und dann uns schlafen legen. Ostwind, was meinst du? Darf man im Gasthaus schnitzen in der Taverne? Ja, das müssen wir fragen. Ich denke mal, in den ruppigen, Gasthäusern ist das kein Problem. Manche Wirte bringen ja absichtlich Sägespäne aus, um halt die Kotze aufzuwischen. Ich denke mal, wenn du dann das Schnitzen anfängst, wird dir nicht stören, wir müssen halt fragen. Ja, okay. Also ich würde meine Pfeile wegpacken. Ich würde ganz gerne noch Schwind auf meinen Sinneswurf mit Wettervorhersage machen. Kannst du... Oh Gott, jetzt muss ich erst versuchen, woran... Ganz oben. Wettervorhersage. Ja, ganz oben, ganz oben, ganz oben. Ja, also werfen kannst du gern schon mal. Ja, mit? Mit was muss ich werfen? Ja, mit dem W20 und 3. Ich muss jetzt bloß mal kurz schauen. 3x20, okay. 3W20, ja. War so klar. muss gar nicht mehr weiter suchen. Ich also du bist keine hier, Ahnung, ob was du bist, hier du bist dir recht sicher, es wird heute noch ein richtiges Gewitter geben. Also bist du wirklich... Darf ich auch probieren? Hast du Wettervorhersage? Ihr könnt's gerne machen. Also Victoria kann auch gerne würfeln auf 3x. Ja, bei mir schaut schon mal was aus. Ja, also du bist auch... Also bist du überzeugt, also du weißt, du kannst es nicht einschätzen, es steht halt einfach im Haus. Du siehst den Himmel nicht. Ja, ich guck mir in den Himmel hin, meine ich! Hä, warte, ich dachte, wir stehen gerade noch nein, vor dem Haus. Nein, ihr habt gesagt, ihr geht so, eure Sachen ablegen. Ihr steht okay, immer auf, okay. Sonst das okay, halt nein, sagen, Leute. Entschuldigung, Meister, Entschuldigung. Ich würde mich gerne wieder vor die Türe stellen. Und ich dann einen Wurf steht im Raum und schaut. Ostwind steht im Raum und schaut dümmlich die zwei Elfen an, die die Decke anstarren. Und der eine sagt noch, heute kommt ein Gewitter. Das habe ich zum Glück noch nicht gesagt. Ich bin mir nur sicher. Da ich muss, wie ist es, wenn ich so einen Wurf mache, mit dem, dass du sagst, du bist dir ziemlich sicher, sag ich das dann tatsächlich auch? Das oder ist kann, für dich, kann ich nein, das für mich ist, noch ist, selbst entscheiden, ob ich... Das ist für dich sagt oder nicht. Das ist deine persönliche Einschätzung. Ob du deine Einschätzung den anderen mitteilen willst, ist komplett dir überlassen. Okay, ich würde ganz gerne, also ich nehme meine Sache weg, ich nehme mein Holzscheit mit. Ich nehme, leg auch mein Wolfsmesser tatsächlich ab. Okay. Ich nehme nur noch meinen Dolch, Tabakdose, Tabak, also in meinem Beutel und so. Und eben meinen grünen Mantel und so. Ich leg auch meinen Köcher und meinen Bogen ab. Ich nehme eigentlich auch noch mit, halt mein Legionsschwert und meinen Geldbeutel. Und halt meinen Umhang. Ja, Geldbeutel nehme ich auch mit. Ja, da. Ich schließe mich die Jungs an, ich ziehe meine. Ich lasse meine Lederrüstung an. Ja, hoffentlich. Oder hast du da noch was drunter? Ich hab nichts drunter. Du bist unbedingt mal ein. Ein Elfen. Könnt froh sein. Ihr seid. Ja, genau, eine Elfchen, ne? Elfenmädchen, habe ich gesagt. Also Ostwind, ich glaube auch für dich ist sie noch zu jung. Ja, ich hab nee, ich hab sowieso daran kein Interesse. Ich habe gemeint, du willst doch ein Elfenmädchen. Ich will eine Auerelfe. Und ja, dann eine, bei der ich keine Angst haben muss, die mir beim nächsten Treffen in den Hintern schießt. Oder in den Rücken. Ich hätte eher Angst vor den Tannenzapfen. Ja, die wirft sie ja zum Glück nicht. Ihr seid gemein, wisst ihr das? Ah. Ja, und wir haben Spaß daran. Ja, nee, nicht so ernst darf ich jetzt sagen, ich nehme meine Lederrüstung mit, ich nehme meinen Lederrüstung mit dem Messer drin, mit dem Holz drin. Mit welchem Holz? Das Holz, das ich gekauft habe. Du hast kein Holz gekauft. Ja, das ich mitgenommen habe. Das habe ich auch. Nein, du hast kein Holz mitgenommen. Ihr wart beim Schmied. Elanor hat Holz mitgenommen, daraufhin fragtest du danach Kupfer und hast das Holz komplett wieder wegfallen lassen. Und an das Kupfer hast du auch nicht mehr gedacht. Ja, so, wir haben dann noch die Pfanne bekommen und sind dann gegangen. Dort mit einem geilen Holz! Naja, es ist ein Wirtshaus. Der wird wahrscheinlich auch einen Kamin haben, also hast du da auch nochmal die Chance. Ja, gut, dann nehme ich mein Messer mit. Alle Fälle mein Tabak. Und eine Flasche Schnaps mit. Victoria! Lass darfst den du eigentlich Schnaps überhaupt hier. Schon Schnaps trinken? Ich hab keine Sei Lust nicht auf... so frech, du alter Sack! Victoria,
Ich habe keine Lust auf eine Kabelei mit dem Wirtsherrn. Lass den Schnaps hier oder du trinkst ihn draußen. Ja gut, nimmst dann lass ihn aber gefälligst nicht mit ins Wirtshaus. Dann lass ich den draußen. Das ist außerdem unhöflich. Nee, lass ich den draußen, ja. Also du lässt deinen Schnaps jetzt im Haus? Ich nehme ihn im Rucksack mit und trinke auf dem Hinweg dann ein bisschen was. Und dann im Wirtshaus? Also du nimmst ihn im Wirtshaus trinke ich auch was. Natürlich trinke ich den was, aber ja. Von dem Wirt. So. Ich gehe einfach kopfschüttelnd raus. Lasst uns gehen, bevor wir... Wenn ich draußen stehe, würde ich gerne nochmal gerne versuchen, einen Sinneswurf auf Wettervorhersagung. Kannst du gerne machen. Ja, du bist dir recht sicher, es wird kein Gewitter oder so anfällt zur Zeit. Ja, es wird jetzt kühler werden, es wird abends. Ja, aber ich meine, so das Wetter wird sich in der nächsten Zeit halten und sich nicht sonderlich verschlechtern. Genau. Okay. Und ihr begebt euch auf dem ins Weg zum Wirtshaus. Und Victoria, möchtest du in der Zeit wirklich schon anfangen zu trinken? Ja. Dann darfst du jetzt bitte dreimal würfeln. Ich habe aus guten Gründen gut geskillt. Reihe. Ja. Lass mich schauen, ob ich es ausgleichen kann. Lass mich gucken. Ja, kannst du. Ja, du trinkst was. Ja. Das ist halt ein Schnaps. Aber mehr kannst du auch nicht sagen. Also der dreht jetzt nicht besonders oder so. Du kannst ganz normal weiterlaufen. Freut mich. Ihr kommt alle beim Wirtshaus an. Und ja. Ja, lass uns doch reingehen, oder? Ja, bin ich auch dafür. Schaut sehr solide aus. Was vor, es abzureißen, oder was? Nee, aber ein solides Wirtshaus ist ein Zeichen dafür, dass es schon länger steht. Heißt, es muss gut sein. Wenn es nicht, ja, wenn es scheiße wäre, das Essen, dann hätte es sicher schon mal irgendwelche Barbaren heute mal niedergebrannt. Barbaren? In der Stadt? Ja, oder... Was sagt die wohl die Wache dazu? Oh Mann, du weißt ganz genau, was ich damit sagen will. Lass mich dich doch raufziehen. Ja, ich weiß. Lass uns reingehen. Genau. Ja, also geht in die Taverne. Sie ist schon einigermaßen besucht, ist halt recht leise. Man hört nicht viel. Das Feuer knistert leicht. Gibt's irgendwie noch einen Sitzplatz für uns zwei? Frei. Ja, also der Theke. Frei. Also die Theke ist noch frei. Es gibt noch weiter hinten noch einen Tisch in der Ecke, der ja noch 5 freie Sitzplätze hat. Also sind da noch dahin mehr Leute? Also an diesem Tisch nicht, es sind noch andere Tische, die gut besetzt sind, teilweise sitzen ein, zwei Wachen da, teilweise liegen ein, zwei Betrunkene eher auf den Tischen, anstatt dass sie dran sitzen. Ja, dann würde ich mich gar nicht ganz gerne, aber ich würde auf den Tisch deuten und da hinnicken. So, hier, ja, lass uns da hinsetzen. Ja, ist eine gute Idee, Eleanor, lass uns da hingehen. Ja, schließe mich an. Oder hängt zufällig über dem Tisch von Messer. Irgendwie ein Zeichen, so Stammtisch, oder es steht eine Glocke in der Nähe? Nee, es ist einfach ein ganz normaler Tisch, einfach ein freier Tisch. Weißt du, auf was ich damit hinaus will? Ja, ich weiß auch, was du damit hinaus willst. Okay, gut. Ja, sie setzt sich hin und der Wirt kommt auch recht zügig zu euch. Guten Abend, die Herren und die Dame, was darf ich euch bringen? Was ist denn heute das Tragische? Was gibt's denn heute Abend zu essen bei Ihnen? Guter Wirtsmann. Naja, also, wir haben noch einen Rind geschlachtet. Davon ist noch ein bisschen was da. Also, ich hätte wahrscheinlich noch eine Brühe mit ein bisschen Fleischeinlage und Brot dazu, wenn ihr möchtet. Na, dann nehme ich bitte das gebratene Rind mit Brot und ein großes Bier. Okay, gerne. Was darfst du die anderen sein? Ich würde ein Bier und die Suppe nehmen. Und wer der Herr würde sie stören, wenn ich anfangen würde zu schnitzen? Oder zu rauchen? Nein, nein. Macht ruhig. Ich schließe mich den Herrschaften an. Nehme auch das gebratene Rind. Und dazu auch ein Bier und wenn es geht, noch dazu einen Schnaps. Ja, gerne. Möchte ich alle zusammenzahlen oder jeder für sich alleine? Jeder für sich. Oh, Frage, bevor ich es vergesse. Hätten Sie irgendwie ein Holzstück, das Sie irgendwie sehr vermissen würden, also nicht sehr vermissen würden, wo ich draus was schnitzen kann zur Beruhigung? Naja, also junge Frau, es tut mir leid, aber ich muss auch sehen, wie ich über die Runden komme und es gibt genug andere Tränen. Ich zahle es Ihnen ja auch gerne. Ja gut, wenn das so ist, dann schaue ich mal, was ich tun kann. Und, also er geht nach hinten. Sucht ein bisschen rum und kommt dann nach einer Zeit schon mit dem Bier, dem Schnaps zurück und einem kleinen Stück Holz.
So, erstmal hier das Bier für die Gesellschaft. Das Essen wird gleich an den Tisch gebracht. Und hier noch der eine Schnaps. Ich stelle dazu dir, Victoria. Mhm. Und hier noch ein kleines Holzstück. Das würde vielleicht 2-3 Kreuzer kosten. Okay. Ja, werter Herr, was kriegen Sie von mir? Ja, von mir auch. Ach Gott, warten Sie erstmal, bis der Abend rum ist. Und dann machen wir die Rechnung, würde ich vorschlagen. Sonst ist immer dieses Hin- und Hergerenne. Oder wollten Sie mich jetzt gleich zahlen? Ja, dann warten wir. Ja, wenn Sie damit kein Problem haben, können wir gerne warten. Nein. Notfalls. Ich denke mal so, ihr werdet hier nicht die Zeche prellen, wenn ich... Ich habe ein paar Kollegen in der Nähe. Also ich habe... Nein. Dann einen wunderschönen Abend. Sie wissen es ja, wir sind Reisende. Und in manchen Orten ist man Reisenden nicht so gut gegönnt. Und da erwartet man teilweise, dass man schon zahlt, wenn man das Gasthaus betritt. Darum. Das war einfach nur eine Nachfrage unserer Seite. Nein, alles gut. Ich habe noch nicht so negative Erfahrungen mit euch gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Das hoffe ich. Dankeschön. Ja, ich kipp mir erstmal den. Ich kipp mir erst den kurzen hinter die Kieben. Machst du. Mach ich. Victoria, was ist denn heute los? Ich hab dich, glaube ich, noch nie vorher so saufen gesehen. Sie hatte ja vorher auch noch nie so viel zu saufen da. Ja, aber es ist das erste Mal, dass sie überhaupt in einem Gasthaus einen Schnaps bestellt. Wie oft waren wir denn jetzt schon mit in einem Gasthaus? Naja, vor ein paar Monaten, wie wir erstmal waren, in dieser... Ach, wie ist denn die Stadt nochmal? Mir fällt jetzt der Name nicht ein, ist doch egal. Ich nehme einen kräftigen Schluck von meinem Bier. Prost. Prost. Ich nipp nur an meinem Bier, weil ich bin Alkohol nicht so gewöhnt. Ja, so dem tut ihr. Und nach der Zeit... Ja. Moment, ich würde gerne anfangen zu schnitzen. Was willst du? Dreimal Würfel bitte, auf Holzbearbeitung. Ich hab 10. Ich glaube, ich zerstör's. Ich glaube, du kannst es ausgleichen. Ich hab 10 in Holzbearbeitung. Du zerstörst das Ganze hier nicht, weil du kannst es theoretisch ausgleichen. Ja, du fängst du die da an zu schnitzen. Ohne mich dabei zu verletzen. Ja. Ja! Yay! Ich euch raten. Wenn ich dir einen Tipp geben darf, mal so für die Zukunft, frag nicht bei solchen Dingen nach, sonst bringst du mich auf Ideen. Nur so grundlegend als Info. Entschuldigung, es ist so, nee, die Frage ist eher so die Rückfrage, weil ich habe irgendwie immer die Angst, so, ja, ich fange solide an zu schnitzen, aber du rammst dir dann irgendwie nach 2 Minuten irgendwie das Messer in den Daumen oder rammst dir ein Spreißel in die Hand. Nee, keine Sorge. So eher so in dem Aspekt, dass ich denke, so, ich will einfach nur schon wissen, ob ich mich dann in den nächsten 2 Minuten daran gleich verletze oder nicht. Ja. Oder zweite, der ausfallen würde. Pass lieber auf beim Schnitzen. Ja, ich pass schon auf. Ja, also dann der Wirt kommt zurück, bringt euch euer Essen und nickt euch zu und wünscht euch noch einen guten Appetit und geht wieder an den Tresen. Ja, ich. Guten euch. Mir, ja, einen guten. Ich reiß mir halt mal gleich mein Stück von meinem Brot ab und. Er tupft mal in die Soße und beißt mal kräftig ab. Ah, ja, schmeckt lecker. Ich esse halt meine Suppe. Ja, es ist alles grundsätzlich das Essen auch noch warm. Also, ihr merkt, es tut gut, mal wieder etwas Warmes im Magen zu haben. Ja, zum Essen trinke ich mein Bier. Ich weiß nicht, wie lange wir da jetzt essen. Wenn wir dann fertig sind, würde ich meine Pfeife anzünden und weiter an meinem Holz schnitzen und gegebenenfalls danach nebenher reden. Ja, wie sieht es mit den anderen aus? Was möchtet ihr derweil machen? Oder möchtet ihr dasselbe tun? Ich esse mein Essen und unterhalte mich halt danach, wenn ich fertig bin. Noch ein bisschen mit Elano und Victoria. Ich habe halt noch ein bisschen Bier, also Bier übrig. Ostwind, magst du ihr die Geschichte erzählen, die uns Himmelswanderer erzählt hat? Oder Wolkenwanderer? Meinst du das mit... Wenn ich es noch habe, du weißt, ich bin jetzt nicht der Schlauste. Ja, nee, das hast du doch merken können, oder? Ja, also Victoria, nachdem du ja so, ich sag jetzt mal überstürzt, aus dem Haus gegangen bist. Der Alte hat uns noch eine sehr interessante Geschichte erzählt. Die vielleicht auch der alte Mann. Ja, der alte Mann. Warum bist du eigentlich rausgegangen? Ey, dieses kleine Mädchen, bevor ich den Kopf wieder weggeschmissen hätte. Was ist denn eigentlich eine Fehde mit der Kleinen? Also, vielleicht wenn du ihr nicht immer so aggressiv gegenübertreten würdest. Ich glaube, sie würde dich auch mögen. Du... Ich darf sie nur nicht reizen lassen. Ich hab versucht, mit dir gut zu machen. Das Kapitel für mich.
paar nette Gesten und so, aber... Wo? Mann, welche netten Gesten? Indem du mir die Zunge raus... Oder hab ich irgendwas verpasst? Du, ganz ehrlich, ich hab schon Sachen gesehen. Was schon. Ist ja auch egal. Denn? Du bist doch noch so jung. Egal, lass zurück zur Geschichte kommen. Anscheinend gab's da irgend so ein... das mal vor Jahrzehnten gelebt hat und ein böser Zauberer war und Untote versammelt haben. Daraufhin haben sich anscheinend die Waldelfen verbündet, ihn umgebracht und sein Herz in diese kleine Schatulle gesteckt, die die Kleine rumgetragen. Die Kleine rumträgt. Ja. Die ganze Zeit. Ja. Ja. Anscheinend ist dieser Typ aber doch nicht so tot und schafft es weiterhin, Untote zu mobilisieren. Was wahrscheinlich der Grund für die Zombies und die Skelette war, die wir unterwegs getroffen haben. Und anscheinend kann man das nur. Das würde mit Sinn machen! Ja, das macht sehr viel Sinn. Und anscheinend kann man nur mit einem gewissen Dolch, den Namen habe ich leider vergessen, dieses Herz in dieser Schatulle töten, damit man den Kerl endgültig tötet. Oder also, Eleanor, die ist bewusst, dass es nicht um deine Leute und um einen von Zwergen geschmiedeten zwei Hände handelt. Den Namen fällt ja auch nicht an, aber. Weißt du, was geht's jetzt? Na, glaube, Eleanor erzählt von einem Dolch. Was es Ostwind. Ist? Es ist ein Zweiter. Ostwind. Und es ist ein Zweihänder. Ja, dann ist es ein Zweihänder. Es war irgendeine Art Schwertmesser. Ist doch egal. Ja, also, du also, als Zweihänder dann doch schon. Ich zeig ihm meinem Dolch und sag, das ist ein Dolch. Ein Zweihänder ist größer als das, was du da am Gürtel trägst. Ich weiß, verdammt nochmal, ich war in der Legionsarmee, aber ich hab mir nicht gemerkt, was es war. Ja, du solltest dir wenigstens merken, was man suchen soll. Wieso sollen wir das eigentlich suchen, wenn er uns so die Geschichte erzählt? Er hat uns nicht gesagt, geht von hinten und sucht dieses Ding. Ja, also ich weiß nicht, wie es mit dir ausschaut. Aber ich hab ein Problem damit, wenn auf Hauptstraßen Untote rumrennen und kleine Kinder angreifen. Beziehungsweise überleg mal so. Selbst wenn die Kleine die ganze Zeit hier in dieser Stadt bleiben würde, wo kommen dann die Untoten wohl hin? Ja, in die Stadt. Da wird die Stadt die ganze Zeit von Untoten belagert. Das ist doch klar, was uns der Alte damit sagen wollte. Ja, dass wir da hin müssen. Aber warum erwischt es denn bei uns? Können wir uns nicht irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Hilfe noch besorgen? Wir sind jetzt zu dritt. Unsere Heilerin ist, naja, mit einem komplizierten Bruch, glaube ich, eher flachgelegt. Ich denke nicht, dass sie bereit ist. Ja, wir gehen ja jetzt erstmal da hoch zu den Waldelfen in die großen Wald da. Ach, wie heißt der nochmal? Ach, ich hab den Namen gerade vergessen. Wir sollten morgen mit dem alten Herrn nochmal reden. Ja, das kannst du gerne machen. Ich werde morgen erstmal schlafen. Hast vergessen? Ich hab letzte Nacht durchgemacht. Natürlich, nachdem wir uns ausgeruht haben. Das hatte ich schon damit gemeint. Das ist ja für mich morgen, wenn wir alle aufgestanden sind. Ich schlafe 8 Stunden länger als du. Ich darf eine Nacht Elfen. Nachholen. Nein, nur ich. Nicht alle Elfen. Du musst so sehen. Dafür, dass ich die eine Nacht wach geblieben bin und über das Feuer gewacht habe und darauf geschaut habe, dass uns nichts angreift. Diese Zeit muss ich mit in Schlaf nachholen oder in Meditation, was dir lieber ist. Aber viel nützen tut's nicht, weil ich muss es nachholen. Ja, ist ja in Ordnung. Meint er einfach, damit der Punkt war, es ist... Wenn wir morgen alle aufgestanden sind, auch wenn du ein bisschen länger schläfst, ist ja in Ordnung. Irgendwann morgen, egal ob wir alle sind oder ob es nur ich bin oder ob es nur Victoria ist, ist ja scheißegal. Reden wir einfach mit dem alten Herrn nochmal. Vielleicht hat er auch nochmal einen Tipp. Vor allem ist jetzt auch die Frage, sollen wir jetzt das Mädchen mitnehmen? Sollen wir die Schatulle mitnehmen? Sollen wir das Schwert herbringen? Also ich würde die Schatulle mitnehmen. Das ist so das Ganze, was mich noch ein bisschen verwirrt. Oder muss man das dann irgendwie machen? Ich würde die Schatulle mitnehmen, aber das Mädchen, ganz ehrlich, die Kleine... Ich glaube, die wird uns in manchen Sinnen nur im Wege stehen. Salamanderstein! Ich glaube, wir mussten nach Salamanderstein, war es in der Geschichte. Das war's, glaube ich, genau. Das Problem könnte nur sein, Victoria, dass die Kleine, glaube ich, nicht die Schatulle hergibt. Vor allem nicht an dich. An euch! Ich möchte ja die nicht nehmen, ne? Hier! Hast du schon vergessen, als ich sie in meinen Rucksack packen wollte, hat sie sie gleich wieder abgenommen. Also ich glaube, die Kleine und die Schatulle kannst du nicht trennen. Und ich glaube, die Kleine kann ganz gut darauf aufpassen, weil überleg mal. Ich kenne mich mit Magie zwar nicht so gut aus, aber dass sie sich quasi unsichtbar an den Baum heftet, dass sie aussieht wie der Baum.
ganz gerne im AIA fragen, aber ich glaube, das ist nicht so einfach. Ja, also die Kleine, glaube ich, könnte durchaus hilfreich. Wenn sie mit will, ich will sie nicht zwingen. Sag ich.